Herzlich willkommen zu unserem Video. In dieser Ausgabe erfahren Sie, dass Coop 2023 den Umsatz steigert und verzeichnet ein Biorekordjahr. Anschließend werfen wir einen Blick auf die neuesten Firmengründungen vom 5.01.2024. Coop steigert 2023 den Umsatz und verzeichnet ein Biorekordjahr. Für das vergangene Jahr weist Coop insgesamt einen Umsatz von 34,7 Milliarden Schweizer Franken aus. Dies entspricht einer Zunahme von 495 Millionen Schweizer Franken, respektive 1,4% gegenüber dem Vorjahr. Im Detailhandel ohne Treibstoffe stieg der Nettoerlös um 1,0%. Großhandelproduktion legten um 3,8% zu. Das Wachstum der gesamten Coop ist mitunter auf die zahlreichen zusätzlichen Kundinnen zurückzuführen, die Coop 2023 begrüßen dürfte. Im Jubiläumsjahr der Bio-Eigenmarke Natur Aplön steigerte sich der Nachhaltigkeitsumsatz um 7,3% auf 6,7 Milliarden Schweizer Franken. Den ganzen Bericht von Coop finden Sie auf unserer Website aktuellenews.tv. Am 5.01.2024 wurden 143 Firmen in der Schweiz gegründet, davon 25 Firmen in der Region Bern, 22 Firmen in der Region Tessin und 18 Firmen in der Region Baselstadt. Publizieren Sie Ihre Medienmitteilungen, Events, kulturelle Veranstaltungen, politische Kundgebungen auf den Newsportalen und über unser Online-TV. Steigern Sie Ihre Reichweite. Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns auf www.medienbooster.ch oder unter der Gratistelefonnummer 0800 Search. Sie finden uns auf YouTube unter HelpTV oder auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook oder Insta unter Handelsregister TV. Wir freuen uns über Ihr Like und Ihr Abonnement unseres Kanals.